Yo, Freunde, das ist wieder euer Freund, das ist heute mit dem Thema Crunchips, Roasted Spare Ribs und mit dem neuen Format. Freizeitsnicke, All-Time-Favorite. Joa, ich habe nämlich gedacht, ich könnte mal ein neues Format machen, das heißt dann ATF, also All-Time-Favorites. Wo ich euch so meine Lieblingschips vorstelle, mein Lieblingsgetränk und so weiter. Und ja, ich habe mir gedacht, ich schaue mal mit meinen Lieblingschips an. Die habe ich auch schon mal so reviewt, das ist aber schon ein bisschen her. War auch eins meiner ersten Videos, glaube mein zweites. Ja. Und bei ATF werde ich das dann halt auch nochmal nach den Food-Analyse-Maßstäben sozusagen bewerten. Und da komme ich gleich zum ersten Punkt, weil die wollte ich noch verändern. Und ja. Das blende ich euch mal ein, weil ich war mit der Verteilung nicht ganz so zufrieden und das ist jetzt ein bisschen fairer, würde ich sagen. Und ja, wir sehen hier schon Crunchy mit Spare Ribs Roasted. Das sind auch so eine, ja nicht deep ridged, aber schon so mit Rillen halt. Ja, alter Scheiße, da ist mir die Tüte runtergefallen. Ja, haben wir hier 150 Gramm drin. Nochmal Taste Adventure, also hier haben wir immer so Themes sozusagen hier von Crunchips. Das sind aus der Roasted Day von Crunchips von der Lorenz Snack World. Alter, hier so viel hier in der Spezifizierung, Alter. Und ja, dann würde ich sagen, die Verpackung habt ihr ja schon gesehen und die Aufmachung finde ich einfach genial. Hier die Spare Ribs, die sehen auch ziemlich geil aus und von den Farben ist das auch. Ja, das spricht mich einfach an. Da denkt man schon direkt irgendwie an irgendwie so eine amerikanische Sperry-Restaurant und ja, dann würde ich sagen 5 Punkte für die Aufmachung und ich mache die Tür jetzt auch mal auf. Der Leitung, Freunde. Ja. So sieht das denn aus. Tüte ist leider nicht ganz aufgefüllt. Das liegt aber auch teilweise daran, dass ich die hier schon ein bisschen durch die Gegend geschleudert habe. Und ja, der Geruch. Oh, Alter, wenn ihr den riechen könntet, ne? Alter, der ist echt so boah, intensiv ist einfach das richtige Wort dafür. Und ja, 5 Punkte für den Geruch sozusagen. Und kommen wir auch schon zum Geschmackstest. Und da freue ich mich schon drauf, dass ich das mal hier essen kann. Und ja, hol hier direkt mal ein paar raus. Können wir uns das mal angucken. Kann das ja mal hier hinlegen. So. Ja, die sind alle ungefähr, ja, die kann man auf jeden Fall gut in die Hand nehmen. Manche sind teilweise ein bisschen groß, aber ich habe die eigentlich ganz gute erwischt. Oh, der ist irgendwie schon eingerissen. Ich nehme mal den hier, der ist doch schön, Leute. Ja, dann esse ich den mal. Leute, Alter, ich glaube, ich bin im Himmel, Alter. Ja, der Geschmack, das ist einfach unübertrefflich. Also, die schmecken nach dem Sperrips-Gewürz. Nein, mit der Chips-Konsistenz. Oh, Alter, Chips-Konsistenz, die rast hier schon aus, Leute. Und das ist echt, ich finde, das ist so eine geile Kombination, Alter. Wie kann man darauf kommen, Alter? Oh, Leute, und dann alle, die gehen echt runter wie weiß ich nicht. Also, wenn ihr die noch nicht kennt, ne, die müsst ihr unbedingt probieren. Also, ich empfehle ja schon viel, ne? Aber wer die nicht gegessen hat, weiß ich auch nicht. Boah, 20 Punkte Geschmack, 10 Punkte Konsistenz. Ich glaube, ich gebe hier die vollen Punkte. Da ist das eigentlich ein bisschen unnötig mit dem, ja, Punkte verteilen. Aber kann ja sein, dass so ein paar Aspekte davon objektiv gesehen doch nicht ganz so gut sind. Kommen wir jetzt zum neuen Punkt. Bei den Chips, Fingerfreundlichkeit. Weil das finde ich immer wichtig, dass die hier nicht zugatscht. Aber die Hände kleben danach echt nicht so stark wie nach normalen Chips, weil das Gewürz, das bleibt hier halt in den Rillen. Das finde ich auch eine gute Designentscheidung. Und ja.
Man bekommt die volle Dröhnung vom Geschmack, aber halt die Hände kriegen davon jetzt nicht so viel ab. Weil die Hände wollen ja jetzt hier nicht irgendwas essen, ne? Aber ich würde sagen, 5 Punkte. Doch, der zweite Eindruck. Bei der Food-Analyse würde ich das immer machen, wenn ich das Produkt schon sozusagen aufgegessen habe oder vielleicht zum zweiten Mal ist. Weil der zweite Eindruck, der zählt ja auch. Und bei ATF, All-Time Favorites, ist das immer die volle Punktzahl, weil das sind halt meine Favoriten, ne? Ja. Dann würde ich sagen, das sind meine absoluten Lieblingschips. Also, ich weiß nicht, wie man damit was falsch machen kann. Also, die sind echt so geil. Und die gibt's manchmal nicht mehr. Und ich check das halt nicht. Vor allem, wenn die so geil sind, dann könnten die die auch mal ein bisschen mehr verkaufen. Also, die gibt's noch in wenig Märkten. Ich hab das jetzt aus dem Getränk gehofft, Mann. Und die gibt's eigentlich bei mir gar nicht in der Nähe. Also, ja. Und dann ist ein Getränk geladen, also da nicht so den Chips bekommen. Ja, bei Edeka sollen die auch mal wieder reinstellen. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Und ich würde sagen, gönnt euch die mal und bis zum nächsten Mal, euer Freizeitsnigge. Ciao.